So, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Wackfest, zu einer neuen Folge. Und wie ihr seht, sind wir bei Event 7 von 8 stehen geblieben. Ich habe direkt mal weitergemacht, damit wir den Ladebildschirm nicht ertragen müssen. So, ich würde sagen, dann mal los. Wir müssen natürlich wieder 12 Runden fahren. Das ist eine sehr, sehr lange Meisterschaft. Ich glaube, die erstreckt sich jetzt schon über 3 oder 4 Aufnahmen. Aber bald haben wir es geschafft und war durch damit. Jo, geil. Ich hab's schon geahnt. Okay, Leute, pass auf. Ausnahmsweise starten wir mal neu. Ich hab's schon geahnt, als ich in die Kurve hier reingefahren bin, dass ich da wieder gegenkachel. Ah, die Strecke, gut. Auch hier wissen wir, hier gibt's viele Unfälle. Jo, wie wir da schon sehen konnten. Das Paradebeispiel fliegt uns da gleich mal vor die Kamera. Ach nee, komm schon, Mann. Arschhure. Ja, ich hab's... Was ist denn mit euch schon wieder los, ey? Leute, ihr habt einen Knall, ey. Ja, genau. Nee. Hör doch mal auf, Okay, alles klar. Und nochmal neu starten. Das letzte Mal. Jetzt starten wir hier einmal noch neu. Ja, jetzt juckt mein Ohr auch noch, ey. Ich glaub's nicht. Ja. Aber es läuft flüssiger als beim letzten Mal, glaube ich. Also das Spiel jetzt an sich. Ich hatte das Gefühl... Beim letzten Mal war es irgendwie ein bisschen holprig, da lief es nicht so flüssig. Ich glaube, da hatte die PlayStation einfach einen schlechten Tag gehabt. Die gute alte Playse. Oh, ihr steht echt günstig hier. Darf ich euch das mal sagen? Guckt ihr das doch mal an, ey. Das ist doch nicht normal. Hallo. Und auch hier gilt eigentlich nur wieder das Rennen zu überleben irgendwie. Boah, ey, nimmt er die ganze Wande, Wande, genau. Eine Mischung aus Wand und Bande. Die sind da auch scheiße aggressiv hier, oder? Oh, ey. Genau, geil. Okay, da... Da kannst du dich eigentlich nur zurücksetzen, ansonsten steckst du da fest einfach nur. Zweite Runde. Schadensmodell schon im ein Drittel unten. Schon mal nicht so gute Voraussetzung für den Rest des Rennens hier. Aber egal, könnte auch schlimmer sein. Von daher. Was war denn da jetzt im Weg? Da war doch überhaupt nicht im Weg. Geil, wie er hier da steht. Also jetzt mal versuchen, ein paar Runden ohne Schaden hier zu überstehen. Das wäre wirklich mal eine schöne Sache. Boah, ey, ein Glück über den rüber gesprungen. Was willst du denn, Mann? Ey, der ist so ein dummes Arschloch, ey, ist das unglaublich.
Ey, was macht er denn da vorne, ey? Was macht er? So, irgendwie haben wir uns schon auf den vierten Platz vorgekämpft. Auch schon wieder. Ach Mann, da wollte ich doch gerade langfahren. So, wir fahren wieder links lang. Ja, ach Mann, ich vergesse jedes Mal, dass das da Betondinger sind. Und keine Reifen, die man umfahren kann. Das ist zum Kotzen. So, jetzt müssen wir richtig, wie eine Mutti hier fahren. Wie eine richtige Mutti. Jetzt ist das Auto fast im Arsch. 36 Punkte haben wir noch übrig, also das wird ganz eng hier. Deswegen, ich sag mal, Platz 4 vollkommen in Ordnung. Wenn wir damit ins Ziel gehen, ich glaube, das reicht dann auch. Für die Meisterschaft sogar. Ich fahre auch mittlerweile nicht mehr mit dem Speedbird so gerne. Ich weiß nicht warum. Irgendwie fährt er sich immer träger und schwammiger, so unkontrollierbar irgendwie manchmal. Wohl im Großen und Ganzen, man ist denn mit dem Arschloch hinter uns da jetzt. Was will der denn? Hm. Gehen wir mal links lang gefahren. Können ja hier mal die Spur wechseln. Ja. Fünfter, ja gut, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich will einfach nur das Rennen beenden. Irgendwie lebend hier rauskommen. So viele Autos kommen eh nicht ins Ziel. Von denen, die vor uns sind, sage ich dir, fliegen noch ganz viele raus, so wie der Typ eben vor uns, der da runtergecrashed ist. Der nächste schon. Nicht dagegen fahren, Mann, Junge. So, hier wieder an den Reifen vorbei, diesmal. Ja, ist klar. Tut mir leid, Mann, wie soll man da ausweichen? Aber gut, wir haben nur zwei Schadenspunkte genommen. Glück im Unglück. Der Typ hinter uns crasht eh gleich irgendwo gegen, ich sag's dir. Hundertprozentig. Oh, ey Gott. Bei diesen Sprüngen, vor allen Dingen da, steuert sich das Auto so schwammig. Oh, jetzt zwickt mich irgendwas im Bein, äußerst praktisch bei der Fahrt. Na, überhol uns doch, Mann. Was denn? Mann, der klebt uns ja immer noch am Arsch. Wir fahren mal lieber links lang. Und rechts sind da nämlich auch schon so viele Autos, genau, die da stehen. Ja, der muss natürlich jetzt auch hier links lang fahren, ey. Boah, schön. Wunderbar. So, der wäre dann damit auch raus. Er ist auch so gut wie im Arsch hier. Vor uns, der Typ. Vielleicht können wir den dann nochmal probieren, irgendwie rauszucrashen. Ah, okay. Oder, naja, brauchen wir auch dann nicht machen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das ganze Ding hier ordentlich runterzufahren und im Ziel zu landen. Boah. Okay, das war knapp. Ja, ja, hast du gewonnen, freu dich doch. Ist okay. Darfst du oben auf dem Podest stehen. Zweiter Platz, vollkommen in Ordnung hier.
Ghoul Grill. So, mal gucken, ob es schon gereicht hat für den Gesamtsieg in der Meisterschaft. Aber ich glaube, ja, ich glaube, damit sind wir durch. Ja, locker, locker, locker. Das war ja locker durch, doch. Gut, können wir das letzte Rennen ganz entspannt angehen. Sehr schön. Gut, dann bringen wir es zu Ende, oder? Die längste Meisterschaft hier bisher. Aber wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Punkte. Ich glaube, wenn wir mit der Meisterschaft durch sind, müssten wir auch die nächsten Rennen tatsächlich dann freigeschaltet haben. In der letzten World Season hier, oder wie auch immer die heißt. Ach ja, Ladezeiten. Wunderbar. Tolle Sache. Wirklich schön. So. Schwierigkeit, Amateur. Jo. Jetzt können wir nochmal gucken. Vielleicht machen wir mal die Getriebeübersetzung auf lang. Ist ja nur Asphalt hier. Naja, wohl mit Asphalt hat es ja nichts zu tun. Da geht es ja immer darum, ob es eine lange Strecke geradeaus gibt. Zieht der denn gleich so nach rechts, ey? Wo sind wir denn da jetzt hängen geblieben? Kann mich verarschen oder was? Weil. Weil. Kannst du nur noch mit offenem Mund da sitzen und staunen, was mit deinem Auto passiert. Naja, wir haben ja keinen Druck, deswegen fahren wir einfach mal zu Ende. Wir kämpfen uns schon nach vorne ran. Boah. So, Platz 18, 17, 16. Räumen wir das Feld eben von hinten auf. Los mit denen da vorne, warum fahren die? Ah, na, endlich hat man einen Unfall gebaut. Habt ihr auch mal Zeit, ey. So, gehen wir mal innen hier vorbei. Oh ja, Massencrash da vorne, sehr schön. Oh, Gottes Willen, ey. Aber zum Glück sind das hier kurze Runden. Da fahren sie auch die 12 Runden recht flott runter hier. Ja, Hure. Jetzt gehen wir vorbei hier an den beiden. Irgendwie versuchen wir zumindest an dem einen. Boah, krass, der wirbelt uns den ganzen Dreck hier auf die Frontscheibe, ey. Oh Gott, der Kleine da in der Mitte, ey. Mal kurz ausweichen, sonst werden wir voll in den Rhein gekachelt.
Platz 4 schon wieder. Naja. Geht doch. Oh, hoppla. Bisschen stark eingeschlagen mit der Handbremse. Nein. Zu viel Risiko. Aber jetzt komm, hör doch mal auf, dich zu drehen, ey. Denn die drehen sich hier diese Reifen durch, da mit dem scheiß Speedbird da. Zwei Runden noch. Na gut. Och, ja, du musst, das war so klar. Der muss uns natürlich wieder reinkacheln da, ey. Aber gut, dritter Platz. Ist ja schon mal gut. Vorletzte Runde hier. Und da fängt sie an. Ja, sind wir in der letzten Runde. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja sogar noch auf den zweiten Platz hier. Wir machen Rock Dog vorbei. Boah, meine Fresse doch, ey. Was ist denn mit ihm? Ah, das sind Überrundete sogar nur. Na toll. Die machen so einen Aufstand da. Lass uns doch einfach vorbeiziehen, ey. Fliegt hier auf einmal da so ein Käfer da an die Frontscheibe. Also so ein Auto. Wenn es jetzt ein Insekt gewesen wäre, wäre ja schön gewesen. Also nicht für den Käfer, aber für uns. Na gut, egal. Dritter Platz. Immerhin noch aufs Podest gefahren. Ein paar neue Reifen haben wir bekommen. Für den Boomer. So, können wir drei Kreuze hier machen. Haben wir das auch abgehakt. Oh ja, der geile Song fängt wieder an. Ein Glück. Haben wir den auch wieder in dieser Aufnahme drin. 12 Sterne sogar von 16, gar nicht so schlecht. Wonderbra. Schön, so. Was machen wir denn jetzt? Oh, hier gibt es auch wieder so eine lange Meisterschaft. Also auf jeden Fall haben wir die nächsten Rennen freigeschaltet. Ich glaube, die hatten wir vorher noch nicht drin, oder? Und dann müssen wir die hier noch freischalten als nächstes. Aber jetzt lasst uns erstmal in Ruhe gucken, was es hier gibt. Das sind die neuen, ne? Hier haben wir eine Challenge. Ne, eine lange Meisterschaft will ich jetzt erstmal nicht machen. So, ich ertrage den Song jetzt übrigens, ne? Mit Kopfhörern auf. Ich quäle mich selber. Ich bin Masochist. 6 Rennen. Ah, oh, die ist ja schon wieder nur so eine lange Meisterschaft, ey. Oder wollen wir erstmal nach einem neuen Wagen gucken? Ne, da reichen die Credits noch nicht. 21.000. Können ja mal reingucken. Ah, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Credits nicht reichen. Das wäre ja das Japanische. Oh, dieser Song ist so dermaßen. Ein kranker Scheiß ist das, ey. Unglaublich, ey. Du kannst dich nicht konnten, du kannst nicht nachdenken mit diesem Lied. Nicht genug Kredite. Kredite, achso. Nicht genügend Kredite. Muss man nochmal zur Bank oder was? Den könnten wir uns leisten hier. Der ist natürlich nicht sehr robust. Wiegt aber auch nicht sehr viel dafür. Hm, wollen wir das mal machen? Ich weiß nicht. Und dann noch ein bisschen Geld ins Tuning stecken? Ach komm, machen wir einfach mal. Können wir noch ein bisschen den Song hören. Wunderbar. Obwohl, sehr viel Geld haben wir jetzt nicht mehr um den... Oh, dieser Song ist so ein kranker Fick-Schrott-Scheiß ist das, ey. Unglaublich. Also Geld zum Aufrüsten haben wir ja nicht mehr. Deswegen müssen wir eigentlich gleich wieder mit dem Speedbird fahren hier. Wo ist er denn? Aber bei dem Song kann ich nicht nachdenken. Wähle deine Autos. So. Ach, den Panther haben wir ja noch. Den habe ich ja rüberkommen vergessen. Den Panther. Seht ihr? Dann hätten wir den auch erstmal aufrüsten können.
Wo ist denn jetzt unser Speedbird eigentlich? Ach, hier ist er. Ja, dann fahren wir jetzt mit dem Speedbird erstmal noch. Und dann würde ich sagen, rüsten wir den Panther hier auf. Oder den Sunrise. Was hatten der hier? 8,7 Beschleunigung, 6,8 Höchstgeschwindigkeit. Der hier hat 8,270. Dafür eine höhere Kurvengeschwindigkeit war, ja. Naja, wir pimpen einfach beide auf. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Jetzt haben wir einen Japaner noch mit drin. Und einen europäischen Wagen. Ach stimmt, deswegen hatte ich den auch gekauft, glaube ich. Damit wir dann aus jeder Region einen Klasse-A-Wagen haben. Gut, egal. Gehen wir wieder rein in unsere Karriere. Und zwar... das hier, genau. Müssen wir natürlich den Wagen nochmal wechseln, sehe ich gerade. Jetzt haben wir den anderen drin. Gut. Gab es eigentlich Upgrades? Haben wir irgendwas noch gewonnen? Ja, das ist jetzt kostenlos drin, aber das brauchen wir nicht. Für die Optik vielleicht was? Oh ja. Das ist doch mal nicht schlecht hier, oder? Ach, jetzt bin ich hier rausgegangen. Wollte ich doch ja nicht. Ja, nochmal rein in die Optik. Ich weiß nicht, das habe ich auch schon mal überlegt, ob man nicht sowas hier draufsetzt, aber... naja, komm, wir machen es einfach mal. 100 Kronen investieren wir jetzt einfach mal. Sieht ja auch ganz nett aus. So. Lass dir den Mehrspielermodus nicht entgehen und genieße exklusive Online-Action. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Also keine Angst. Ich hab das nicht vergessen, aber ich will erstmal den Karrieremodus einfach durchziehen und abhaken. Und dann können wir mal in den Multiplayer reingucken. Ist halt die Frage, wie lange man da Bock drauf hat, weil man wahrscheinlich nur auf die Schnauze kriegt. Na, die werden ja noch viel, viel härter fahren als die KI. Aber mal gucken. Da wird man wahrscheinlich erstmal auf den Boden der Tatsachen geholt. Da wird dir erstmal gezeigt, wo du stehst. Und denkst du, hier hast die ganze Meisterschaft und Karriere durchgespielt. Ja. Scheißegal. Schwierigkeit Amateur. Okay, und los. Oh, sieht doch ganz, ganz geil aus mit dem Totenkopf. Ach, die Wohnwagen-Challenge wollten wir noch machen. Das hätte ich es beinahe wieder vergessen. Genau, das machen wir auf jeden Fall noch. Keine Angst. Ich hab's nicht vergessen. Ey. Okay, fahren wir erstmal hier außen rum. Können die sich ja gegenseitig ein bisschen kaputt machen da. Boah, natürlich, wir fliegen genau über ihn drüber. Das ist ja wieder klar, ey. So, fahren wir nochmal außen rum mit Anlauf hier den langen Weg. So, wen haben wir denn? Man kann sich immer nicht entscheiden. Jetzt sind... boah, minus 11. Scheiße. Es sind so viele Autos. Vor einem immer auf einmal. Und pickt sich immer einen raus und dann auf einmal kommen drei andere dazwischen. So, ich pick mir jetzt mal den da hinten raus. Ja, und der muss natürlich dann wieder ausweichen. Okay, nochmal Anlauf nehmen. Wo steht denn der jetzt? Ich sehe den nicht. Oh, jetzt hat der sich da vorgeschoben. Du dummes Arschloch, ey. Du hast aber auch ein Glück. Was ist denn mit dem hier? Junkmagnet? Oder wie heißt der? Jawohl, den haben wir erwischt auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir werden hier verfolgt, wa?
sind denn nur drei Gegner hier? Ach ne, zwei der. Okay, den wollte ich gerade ins Visier nehmen. In dem Moment hat er sich selber... Oh. Na, willst du uns angreifen? Komm her. Mann, was ist denn mit euch? Haben die sich zusammengetan oder was? Okay, pass auf. Wir fahren jetzt einmal im Kreis außen rum. Wollen die mal in der Zeit sehen, wie sie klarkommen? Kann man hier eigentlich langfahren? Ja. Ich hoffe, die sind jetzt noch außen. Ich gucke erstmal auf der Karte unten links. Ich sehe sie nicht mehr. Wo sind sie denn? Ah, da. So, jawohl. Alter, der ist ja auch noch gut dabei mit seiner Limousine. Na gut, nicht mehr lange, wenn er so weiterfährt. Wo ist er denn da? Da steht er in aller Seelenruhe und wartet auf den Gnadenstoß. Der fährt wieder nur rückwärts, wa? Na komm, wir nehmen mal Anlauf. So, zack. Hä? Voll der Zauberer. Komm, mehr vier kann der jetzt aber nicht mehr haben hier. Ey, den willst du aber wissen, wa? Arschloch. So, du. Ja, komm. Jetzt. Na, was machst du jetzt? Okay, entwickelt sich langsam zum richtigen Zweikampf hier noch, ey. Reicht mir aber langsam mit dem Vogel da. Ja, und komm. Ah, jawohl. Aufstieg, jawohl. Rennkolben haben wir freigeschaltet. Und die Rennkraftstoffanlage. So Leute, das war's schon wieder für heute. Das war's mit Wreckfest. Für heute zumindest. Ich werde jetzt gleich die... Genau, die Wohnwagen-Challenge, die mache ich jetzt. Ist dann in der nächsten Aufnahme dabei. Also danke fürs Einschalten, Leute. Wäre cool, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich habe schon einen Plan für die Wohnwagen-Challenge. Mal gucken, ob es klappt. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.